Hat nichts Besonderes, außer dass es halt blessed ist. Und das ist eine. Das ist wahrscheinlich mit so einem Stein aufgewertet. Leider finde ich jetzt hier tatsächlich nichts. Nichts dazu, was das Blessing jetzt besser macht. Keine Ahnung. Vielleicht höhere Magic? Ich habe keine Ahnung, was Blessed heißt. Ach so. Das skaliert noch mit Faith. Das skaliert noch mit Faith. Aber wie viel? Keine Ahnung. Müsste ich vielleicht mal nachlesen. Be wary of mob enemy ahead. Ja. Ach so, das sind wieder. Wahrscheinlich mehrere. Ach, die kommen aus ihren Löchern gekrochen, wenn die hier reingehen. Verstehe. Deswegen haben wir die Hallguard also unten bekommen. Jetzt schlag halt mal, komm. Alter Vater. Be wary of Trio. Komm, wir legen hier mal Nachricht. Das war doch kein Trio. It's a Objekt ist es nicht. Doch da. It's a trap. Soul of a deserted corpse. It's a trap. Saints Talisman. Okay. Einen neuen Talisman. Vielleicht kann der unseren ersetzen. Allerdings weiß ich nicht, ob wir überhaupt genug Faith dafür haben. Visions of Joy. Nein, ich möchte die Message jetzt nicht irgendwie schlecht machen. Weil ich möchte nur hier reinschauen und gucken. Da. Medium for casting miracles of the gods. Ivory talisman are given only to women clerics, and faith greatly affects their effectiveness. There is a certain frailty to this talisman, which undermines the steadfastness granted by its skill. Unfaltering prayer, das ist wieder das mit dem Poise. Ein Medium, um Wunder der Götter zu zaubern. Ein Elfenbein-Talisman, der ausschließlich an weibliche Kleriker vergeben wurde. Ja. Erhöht das Faith. Oder erhöht den Faith des Trägers. So, und die wollen wir jetzt befreien. Who is that? Someone there? Anyone? Normales Gesicht, ne? Oh, please. Whoever you are, touch me. Jetzt schon. Dark surrounds me, nibbles at my flesh. Little creatures. They never stop biting. So please, hold out your hand and touch me. Also das geht mir jetzt ein bisschen schnell. Also du bist ja ganz hübsch, aber. Also. Aber. Willst du nicht deine Robe vorher ausziehen, wenn wir schon. Na gut. Oh, yes, there you are. So close, indeed. Then I am not entirely alone, just yet. Praise the merciful gods above. Prayer. And prayer. Oh, forgive me. I am Irina of Karim. I came to this land so that I might be a firekeeper. Your touch has freed me from the darkness. You are a champion, then. Natürlich. Die Beste. I am weak and unfit to tend the flames. But if it would not trouble you,
Might I enter into your service instead? Na klar. Ich hab noch ein paar Betten da. Oh, thank you, sweet champion. I shall take my vows. I'm flattered. I, Irina of Karim, solemnly swear to serve you. Also wir haben sie von ihrer Dunkelheit befreit, indem wir sie berührt haben. Nicht berühren. Und jetzt ist sie in unserem Service. Ja, sie hat sich sehr, sehr stark bedankt. Ist jetzt in unserem Service. Und, ups, jetzt können wir nochmal zurück zum Schrein gehen, bevor wir dann weitergehen ins neue Gebiet. Und mal schauen, was die Frau uns so zu bieten hat. Was sagt der jetzt eigentlich? How very quaint. Pitying creatures that are beyond help. Der findet es nicht so geil, dass wir die gerettet haben. Very well. I'm sick of looking after her at any rate. Ja. I am Egon, a knight of Karim. Ja, okay. I am allied to you for as long as you assure the girl's safety. Ja, okay, verstehe. And only for that long. Verstehe. Also der hat sie beschützt. Vielleicht hat er sie auch da eingesperrt, weil er wusste, dass sie halt schwach ist. Vielleicht war das der Grund. Und er ist so lange unser Freund, wie wir sie beschützen. Und nur so lange. What's the matter? My terms are very simple. I am allied to you for as long as you assure the girl's safety. And only. And only for that long. Ich hab's verstanden, du Esel. Okay. Gut. Dann. Es war so klar. Nein. Diesmal nicht. Wir fahren direkt wieder runter und gehen ins neue Gebiet. Oder wie? Wobei, ich hätte das Robotboden nehmen können, ja. Naja. Ein bisschen erkunden können wir ja. Ich glaube nicht, dass wir jetzt spontan zum nächsten Boss kommen. Ich lutsche mal hier so ein. Ich saug mir hier so ein Flask aus und heile mich nochmal einmal. Und jetzt geht's hier raus. Das ist der einzige Weg, der mir jetzt noch einfällt, den wir gehen können. Und daher gehen wir jetzt mal hier lang. Da ist nämlich ein Bonfire. Das kann ich alles nicht einsammeln. Road of Sacrifices. Da bin ich mal gespannt. Da unten ist nur Wald. Ich glaube nicht, dass wir da was Geiles finden. Ach, das war der da. Ja, stimmt. Der Wolf hat hier. Das hast du davon. Nichts mit verwandeln bei mir, Junge. Und bei dir auch nicht. Ich kann so knicken, wenn ich da bin. Wird sich nicht verwandelt. Shriving Stone. Vielleicht kann ich den da oben hinlegen. Auf eurer zum ins Vogelnest. Ach so. A gem of infused titanite, also known as Stark Stone. Reverses weapon infusion. Has the benefit of undoing the effect of infusion without reducing the reinforcement level. Nice. Also wir können Waffen sozusagen mit einem Fire Gem verbessern auf zum Beispiel plus 5 und können dann mit diesem Stein sagen, nee, Feuer gefällt mir nicht, ich will das zurücknehmen. Und dann nehmen wir den Feuereffekt runter, die Waffe bleibt aber ganz normal auf plus 5. Als hätten wir sie dann nämlich mit dem ganz normalen Titanite auf 5 gebracht. Du verwandelst dich auch nicht, mein Freund. Hier unten könnte sogar noch ein Weg sein. Wobei, das sind eher Baumwipfel, wie ich jetzt sehe. Da hinten hier wird aber noch was. Da können wir nochmal hin. Irgendwann. So, wir nehmen unser erstes Flask in die Hand. Ach, da sind ja zwei. Da oben ist auch noch eine. Tja, das könnte jetzt ein bisschen eklig werden, aber wir probieren es einfach mal.
Das war nur eine Seele von einem Traveler. Wir kommen immer näher zu dem Schloss, habe ich das Gefühl. Da vorne, die Ruine sieht schon auch wieder so cool aus. Oh, sieht so cool aus. Okay, scheiß drauf, komm. Ja, genau. Okay, der macht Gift. Verstehe. Oh, kam da was jetzt angeflogen? Da hat doch was geworfen, oder? Ach, die wandert auch noch zu mir. Was zur Hölle? Die Feder bewegt sich von dem Pipi. So. Was hast du davon? Und schon irgendwelche faulen Zauber auf mich wirkst. Ist der hier runtergefallen? Ja. Ja! Siehst du mal, das hätte ich gar nicht gesehen. Wir probieren es einfach mal. Oh. So viel zum Thema, wir probieren es einfach mal. Scheiße. Ich möchte da vorne auf den Stein droppen, dass ich nicht ganz verrecke. Oh, nice. Wir haben es überlebt, wie geil. Brigand Twin Daggers, nice. Wir haben unsere erste richtige Dual-Wielding-Waffe gefunden. Cool. Direkt mal anschauen. Twin Daggers, nice. Aber hat ein beschissenes Scaling of Dex. Scheiße. Those paired daggers are the preferred weapons of the brigands of distant land. When two-handed, the wielder holds a blade in each hand, allowing for divergent attacks that include left-handed moves. Nice. Skill Quick Step. Instantly step behind or around the side of foes, especially effective when locked on target. Nice. Das sind, ja, das sind zwei Dolche, die gehören zusammen und wurden von Briganten aus fernen Landen verwendet. Wenn man die Waffe zweihändig führt, hat man eine Klinge in jeder Hand und kann dann eben spezielle Dual-Wielding-Moves machen, die auch Attacken für die linke Hand beinhalten. Und der Skill nennt sich Quick Step. Man stellt sich instantan hinter einen Gegner oder geht um den Gegner herum. Und es ist besonders effektiv, wenn man ein Target gelockt hat. Ich nehme die gerade mal, ich triss die mal hier aus. Wir sind jetzt zwar auf der Fat Roll, aber das ist ja erstmal Wurst. Okay, der funktioniert so. Ah, die hängt auch hier, cool. Und jetzt. Nice. Ah, okay. Okay, vielleicht hätte ich jetzt. Das hat nicht so gut funktioniert. Ach, scheiße. Ah, komme ich da unten irgendwie anders hin? Ach, wir starten natürlich hier. Okay, das heißt. Ach komm, wir gehen jetzt direkt zur Road of Sacrifices. Wir lassen die Alte da erstmal sitzen. Ich werde jetzt aber nicht nochmal da runterspringen. Das war ja. Das haben wir ja gerade so überlebt, weil wir die Ember hatten. Das werde ich jetzt nicht schaffen. Ohne Ember. Ich glaube, ich habe einen Stich. Peace out. Ist hier oben in den Bäumen noch irgendwas? Nee, ne?
habe jetzt mal zwei nicht genommen, damit wir mehr Schaden machen, weil bei denen müssen wir ja eh nicht blocken, wenn wir schnell genug sind. Vielleicht können wir da auch irgendwie anders hin droppen. Ach scheiße, wir haben immer noch die Fettbowl. Ach, der kommt auch noch. Okay, krass. Wie ihr seht, habe ich völlig vergessen, dass ich zweihändig habe und habe versucht, mit dem Schwert einhändig zu blocken. Ich meine, es funktioniert, aber halt nicht so gut, aber es funktioniert. So, die nehmen wir wieder raus. Sind schon beladen genug. Noch ein Shriving Stone, cool. Die droppen die hier also. Was zur Hölle war das denn? Schreit er mich einfach an? Ach, hier kann ich auch runter droppen. Ich wollte schon sagen, was zur Hölle kommt da angerannt? Ist auch eine. Wo genau geht's hier denn hin? Hier war ich nämlich auch noch nicht. Ach, da unten ist die Brücke. Okay, da unten ist die Brücke, über die wir nicht mehr kamen, weil die nette Dame uns, ja, sich unsere entledigt hat. Hier ist nichts mehr zum Droppen. Also wir müssen da lang, oder was? Ich meine, ich habe nichts dagegen, aber lieber erst mal gucken, bevor wir es übersehen, aber ich glaube, wir haben ja alles gesehen. Be wary of behind, ja, das haben wir festgestellt, dass da von hinten noch einer kommt. Na ja, gut, dann gehen wir runter. Haben wir gut aus der Reserve gelockt. Ist das die Dame, die hier gerade läuft? Ja, ne? Da unten liegen unsere Seelen. Das ist die nette Dame, die hier gerade läuft. Und ich glaube, die läuft hier einmal außen rum, oder? Ja. Ja, nice. Erstmal noch die Waffe verbessern. So ein Backstab ging jetzt nicht, oder was? Wie schnell diese Waffe ist, obwohl die so groß ist. Ah, die kriegen wir schon. Nicht. Alter Vater. Jetzt aber, ja, nice. Boah, da hat die uns doch nochmal ordentlich zugesetzt, ey. Heftig. Und wir kriegen ihre Waffe, das Butcher Knife. Wir müssen auch gleich mal anschauen, was gibt's hier. Eine Briganten-Axt. Butcher Knife. UR-Scaling of Strength. Heftig. Butcher's knife with an oddly large blade wielded by the mad woman haunting the road of sacrifices. Squarely landed hits restore HP. Okay. Back in the Undead Settlement, the woman acquired a taste of human flesh, which she took glee in partaking. Skill sharpen. Sharpening the blade increases HP restored. Achso. Ja. Das ist ein Schlachtermesser mit einer sehr, sehr ungewöhnlich großen Klinge, welches von der verrückten Frau getragen wurde, die die Road of Sacrifices heimsuchte. Squarely landed.
Weiß jetzt nicht, was Squally denn. Ach so, wenn du die mit der die Klinge, also ich würde es jetzt so verstehen, dass du halt nicht mit der Klingenseite triffst, sondern mit der flachen Seite der Klinge triffst. Erstellst du HP wieder her. Und der Skill nennt sich Sharpen. Mit dem kannst du den Effekt erhöhen. Ah, die Brigantenarmor, nice. Können wir uns irgendwann auch nochmal anschauen. Die Brigantenarmor, was die so kann. Aber erstmal möchte ich hier weitergehen. Schon so viel wieder, so viel Zeit verschwätzt, dass ich hier so ein bisschen was mir anschauen will. Hier ist doch schon wieder so ein Ding. So ein Typ. Heilen uns erstmal. Oh, ahead. Da nicht. Hier oben soll es irgendwo Ohre geben. Ohre? Ist das hier etwa Ohre? Ah, Titanite Ohre. Okay. Aha, jetzt sind wir hier auf der Empore, da wo. War hier jemand vorher? Ich weiß es nicht. Allerhöchstens der, der zu uns kam, als wir den Giftmischer da gekillt haben. Der könnte von da oben runtergesprungen sein. Ja, das könnte sein. Hier, nee, da ist nichts mehr. Das sieht nur so aus, als könnte man da hin. Da kann man aber nicht hin. Würde ich jetzt mal sagen. Ich möchte es auch jetzt ehrlich gesagt nicht riskieren. Halt's Maul! Ja, was hast du davon? Ach, wieder so ein Giftdschungel. Das du Esel. Ja, hast du. Ach du Scheiße. Das macht er also. Nicht immer wieder mehr. Ich sollte den Kerl einfach mal umbringen. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Ich hoffe, der stirbt jetzt da unten. Ja, er ist gestorben. Wir bekommen noch eine Ember. Das war jetzt noch ein Item, das hier lag. Oh, eieiei. Ach, da sind ja auch noch zwei. Ach du Scheiße. Ach, der hat es überlebt. Okay. Jetzt ist er auch tot. Oh, der hat rote Augen. Der könnte böse werden. Du kriegst einen Headshot.